Neue Karten bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Jupp, ihr habt richtig gehört, es wird neue Karten geben. Natürlich. Und hier ist der Leak. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wer zum Beispiel kein Video verpassen möchte, einfach mal abonnieren drücken und das Video liken, wenn euch das gefallen hat. Außerdem kann man auch mal meinen Twitch abchecken. Ich streame fast jeden Tag 20 Uhr Yu-Gi-Oh! Master Duel. Link in der Videobeschreibung. Heute geht's aber wirklich darum, neue Karten. Ja, es gibt neue Karten für Yu-Gi-Oh! Master Duel und beziehungsweise es ist natürlich nicht 100% wieder fix, es ist klar wieder gedatamined, das heißt Leute haben wieder was rausgefunden in den Archiven des ganzen Quellcodes vom Spiel und natürlich zugehörige Bilder und etc. etc. Und hier gibt es den Leak für diese Woche wahrscheinlich und zwar Kartenpacks, die offenbar in den normalen Kartenshop reinkommen, also keine Secret Packs oder sowas, sondern dass man sie ganz normal kaufen kann. Hierbei noch gesagt, dass einige Karten gibt es schon im Spiel, aber es gibt auch einige Karten, die wirklich komplett neu sind und eventuell komplett neue Spielmechaniken eröffnet. Schauen wir uns doch mal die Kartenbooster generell im Überblick an. Denn wir haben hier 5 neue Booster, die man sich dann voraussichtlich auch holen kann. Und zwar, erstes Booster ist Ruler's Mask. Ja, und da gibt es den Dramaturg of Despia, Despian Queritas, The Iris Sword Soul, Starving Venomy Dragon und Anti-Human Intelligence. Ich bin da ganz ehrlich zu euch, Leute. Ihr werdet wahrscheinlich davon mehr verstehen als ich überhaupt. Ich überbringe nur die News, denn holy shit, da sind so viele Karten in dem Spiel, die kenne ich nicht alle auswendig kennen. Ja, okay, weiter geht's. Das nächste wäre Fusion Potential, Synchro Starlight, XZ Explosion und Beyond Speed, auch mit den Karten Shooting Majestic Star Dragon, Crystal Clear Wing Synchro Dragon, Baron de Fleur, High Speed Road Clear Wing Rider und Stellar Wind Wolf Rayette. Ja, das sind quasi die Karten, die halt so als Highlight sind für die ganzen neuen Booster Packs. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ganz besonders für Spieler, die, also an euch gerichtet, die natürlich schon sehr, sehr viel TCG gespielt haben, beziehungsweise auch Online-Games gespielt haben zum Thema Yu-Gi-Oh!, freut ihr euch drauf oder eher nicht? Denn ich habe auch ein bisschen mal in die Kommentare-Sektion geguckt von Reddit und die ganzen anderen Seiten, die darüber auch noch berichtet haben. Die haben dann so gemeint, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist irgendwie so nur so die Hälfte von einem Ganzen quasi. Und da möchte ich mal eure Meinung wissen und natürlich auch wissen, ob ihr das gut findet, ob euch die Karten was nützen oder ob ihr euch denkt, das könnten sie besser. Das würde mich mal sehr interessieren und im Grunde genommen kann ich auch nicht wirklich mehr dazu sagen, denn wenn es um das Thema komplette Packs geht, bin ich ja wie gesagt bei GX, Yu-Gi-Oh! GX, bin ich eigentlich wieder raus und ich habe ja erst jetzt wieder vor ein paar Wochen meine Liebe zu Yu-Gi-Oh! Entdeckt. Deswegen fettes Dankeschön natürlich an alle, die meine Videos natürlich toll finden und sowas und auch informativ finden. Vor allem an die OG-Spieler unter euch, die wirklich auch bei GX komplett aufgehört haben, so wie ich, denn ich butter hier wirklich meine letzte Freizeit rein quasi, um mich irgendwie auf den aktuellsten Stand zu bringen, was Yu-Gi-Oh! Anbelangt. Ich lese. Das heißt, wenn da mal auch immer ein paar Videos kommen, wo man sagt, boah, das hat er jetzt ein bisschen falsch erklärt oder so und sowas, schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Ist natürlich klar, sachlich, Kritik ist natürlich immer gut und verzeiht mir aber trotz alledem mal, wenn mal irgendetwas schief läuft oder mal nicht komplett richtig ist, ja. Ich gebe mein Bestes und ich freue mich natürlich, dass ihr mega am Start seid und deswegen da nochmal ein fettes Danke, denn mit so einem riesen Ansturm habe ich tatsächlich nie gerechnet. Ich wollte anfangs wirklich nur eine News zu Yu-Gi-Oh! Bringen, dass das Spiel draußen ist und schaut, wo wir jetzt sind. Ja, egal, ob es auf Twitch ist oder egal, ob es hier ist. Es ist, Leute, ihr macht es gerade so krass. Ihr seid gerade so am Durchpowern hier. Ihr seid einfach nur krass. Und da möchte ich mich natürlich nochmal richtig fett bedanken. So, gut, dann haben wir das Video auch auf 4 Minuten gestreckt jetzt. Dadurch, danke, wie gesagt, nochmal. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, findet ihr diese Packs gut, sind da Monster drin, beziehungsweise Karten drin, die ihr richtig, richtig feiert? Und dann, wenn ja, warum, schreibt es in die Kommentare. Möchte ich gerne mal wissen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal und Twitch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Und bis dann. Ciao.